Namaste. Namaste, everybody. Welcome to day. Willkommen zu Tag 2 unserer gemeinsamen Zeit mit dieser Mantra-Meditationsreise. Wir genießen es, uns auf jeden Tag so einzustimmen, da es uns das Gefühl gibt, verbunden zu sein. Und zwar, dass wir alle verschiedene Lichtpunkte auf diesem Planeten sind. Wir nehmen uns täglich 15 Minuten Zeit, um nach innen zu gehen und den inneren Raum zu nähren, den wir oft vergessen. 15 Minuten sind nicht viel, aber es ist tatsächlich so kraftvoll und von großer Wirkung, wenn wir uns während dieser Zeit uns selber widmen. Es ist ein zeitloser Raum, der sich nicht in Minuten messen lässt, und seine Auswirkungen sind den ganzen Tag über spürbar. Und er lässt Stille und Frieden in den ganzen Tag einfließen. Yeah. You know, the way I've come to understand the mantras is that they're soul food. Ja, was ich über die Mantras erfahren habe, ist, dass sie Seelennahrung sind. Ich sehe einfach, wie leicht es ist, den Körper mit Nahrung zu versorgen, aber zu vergessen, die Seele zu nähren. Indem wir diese Mantras in uns aufnehmen, uns von ihnen nähren lassen, geben wir uns tatsächlich eine zweite Chance, jedes Mal, wenn wir es tun. Every time we do this. So, that's the gift that I found. Das ist das Geschenk, das ich von den Mantras erhalte. And in these days together, in diesen Tagen, die wir gemeinsam verbringen, werden wir einige Mantras zusammen chanten. Es wird manchmal vorkommen, dass wir uns ein Mantra auch einfach nur anhören. Vielleicht, weil es aus zu vielen Worten besteht, um es einfach mühelos so zu chanten. Und vor allem auch, um den Unterschied zu spüren. Was macht es mit mir, wenn ich es höre? Und wie fühlt es sich an, wenn ich es tatsächlich singe oder chante? Wie fühlt es sich an, wenn ich es laut singe? Und was für ein Gefühl habe ich, wenn ich das Mantra den ganzen Tag lang in mir trage? Das ist es, was ich gerne anregen möchte. Lasst uns jeden Tag, wenn wir uns auf ein neues Mantra einstimmen, es den ganzen Tag lang in uns tragen. Jedes Mal, wenn es uns einfällt, haben wir die Wahl, zu dem jeweiligen Mantra zurückzukehren. Es sollte das Letzte sein, woran wir denken, bevor wir einschlafen. Somit widmen wir wirklich jeden Tag einem bestimmten Mantra und dem speziellen Schwerpunkt, den dieses Mantra hat. Heute möchten wir mit dir ein sehr, sehr einfaches teilen. Gestern haben wir den Klang Om gechantet und heute fügen wir noch einen weiteren Klang hinzu. Der ist Shanti, was Frieden bedeutet. Somit ist das heutige Mantra Om Shanti. Wir möchten es in der traditionellen Form chanten, wobei wir unseren Fokus auf das Chanten und die Wiederholungen richten. So werden wir wirklich wie ein Instrument gestimmt. Weißt du, was ich meine? Wir wiederholen den Klang und wiederholen ihn immer wieder, sodass er auf unser Energiesystem und unseren Körper einwirkt und sie formt. Es ist wie das Zupfen einer Saite. Und dann schwingt die Saite mehr und immer mehr. Und dasselbe geschieht mit unseren Körpern. Je mehr wir eine spezielle Klangschwingung chanten, desto mehr stimmen wir uns auf diese Schwingung ein. Die Zahl 108 ist glückverheißend. Und zwar, weil gemäß den Veden es in den Körpern 72.000 Energiebahnen gibt, die Nadis genannt werden. Und unter diesen 72.000 befinden sich 108 Hauptnadis. Dies sind die Hauptenergiebahnen, die alle im Heiligen Herzen zusammenfließen. Wenn wir ein Mantra 108 Mal chanten, dann füllen wir diese Energiebahnen mit dieser Klangschwingung aus. Es ist also eine äußerst glückverheißende Zahl mit vielen Bedeutungen und vielen Ursachen. So besteht zum Beispiel auch der Rosenkranz aus 54 Perlen. Siehst du, da haben wir es wieder. 54 ist die Hälfte einer Mala. Du findest diese Zahl also in vielen Religionen und vielen sakralen Kontexten. Deshalb konzentrieren wir uns auf die Zahl 108. Überlasse uns aber das Zählen und entspanne dich einfach. Tauche in unseren Fluss ein und lass dich von unseren Stimmen tragen. Und heute auch von der Gitarrenbegleitung. Genieße einfach, schließe deine Augen und gib dich dem Fühlen hin. Just take a moment. Just take a moment. Nimm dir jetzt einen Moment Zeit, um einfach zu fühlen.
Lass uns die Augen schließen und kurz darüber nachdenken. Was bedeutet Frieden für dich? Was für eine Absicht bringst du in dieses Mantra ein? Was bist du bereit, ihm zu geben? Es ist immer gut, sich dem Mantra mit der Frage zu nähern, wie viel bin ich bereit, ihm zu geben? Denn es ist ja immer so, je mehr wir geben, desto mehr erhalten wir, desto mehr sind wir offen, um etwas zu empfangen. Lass uns also einfach eine Weile in Stille sitzen. Schließe deine Augen und denke darüber nach, was ist Frieden? Ohne die Augen zu öffnen, gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit zu unserer Körperhaltung und nehmen eine sehr gegenwärtige Haltung ein. Vielleicht mit aufrechtem Rücken, bequem, aber mit Absicht und Energie. Mit Präsenz. Und von diesem Ort können wir unsere Reise mit dem Mantra Om Shanti Om antreten. Om Shanti Om. Shanti Om 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 Shanti Om
Shanti Om, 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 Shanti Om. Jetzt ist ein guter Moment, um mit weiterhin geschlossenen Augen einfach die Energie in unserem Körper zu genießen, die sich mit dem Mantra in uns aufgebaut hat. Take a deep breath into this space. Atme tief in diesen Raum ein, der uns fühlen lässt, dass wir alle verbunden sind. Connected. In. Born into a world of polarity and. Wir wurden geboren in eine Welt der Polarität. Into a world of day and night. Eine Welt von Tag und Nacht, richtig und falsch. Schwarz und Weiß, dieses und jenes. Das ist einfach die Natur der Dinge. Unsere Reise besteht nicht darin, nach Frieden im Äußeren zu suchen. Wenn Frieden herrscht, danken wir Gott. Aber es geht uns um unseren inneren Frieden. Wir können unser eigenes Inneres, Allerheiligstes in eine Welt des Friedens und der Harmonie entdecken und uns selbst so lieben, wie wir sind. Shanti, Shanti, Shanti. Have a beautiful day. Wir wünschen dir allen Segen, einen wunderschönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Namaste. Namaste.